Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich glaube, wir retten jetzt oder in der nächsten Folge die liebe Anne. Und ja, die liebe Lisa hat uns ja in der letzten Questfolge ein wunderschönes Lied vorgesungen. Und ich bin super, super, super gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich lasse mich jetzt einfach mal hier überraschen. Manche wissen ja sowieso, wie es ja weitergeht, aber ich nicht. Und ich bin richtig aufgeregt, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit der Quest. Ich glaube schon, dass das jetzt hier die Anne, ja, ist, die mir retten. Die Sonne erscheint. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dieser Questfolge. So, okay, alles klar, ihr Lieben. Wir sprechen mal hier mit der Anne, die hier so wunderschön in dem, mit der, oh, jetzt bin ich schon bei der Anne, Mensch, mit der Alex, die hier so schön in dem Baumstamm hier drin steckt. So, ist es soweit? Okay, ich bin echt jetzt wirklich richtig gespannt. Okay, triff Evergrey und die anderen Teil der Wächter, wo war das denn jetzt schon wieder? So, okay, Warnung. Achte darauf, für diese Questreihe dein Anfangspferd zu benutzen. Oh, okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ich hole mal eben schnell noch das Anfangspferd. So, okay, ihr Lieben, ich habe jetzt hier ja mein Anfangspferd und jetzt können wir ja doch endlich mal hier mit der, ja, hier mit der, oh, meine Güte, mit der Alex sprechen. So, ist es soweit? Okay, wir haben jetzt das Anfangspferd und jetzt geht das hier. Oh, das sieht ja schrecklich aus, wie sie hier drinnen steckt. Okay, ich habe kein Auge zugemacht. Ich auch nicht. Gehen. Ich habe wie ein Stein geschlafen. Ich fühle mich großartig. Während wir uns noch den letzten Schlaf aus den Augen wischen, könntest du schon einmal vorausreiten und Evergrey und den anderen Bescheid geben, dass wir unterwegs sind? Oh, okay. Gut, dann. Hoppala. Oh, oh Gott, was mache ich? Hilfe. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal. Ich glaube, wo muss ich denn da jetzt nochmal lang? Ich glaube, hier oben. Nee, da bin ich. Hä? Bin ich doof? Von da bin ich doch. Oh Gott. Von da bin ich doch gerade gekommen. Also, ich muss, glaube ich, hier hoch oder so. Was seht ihr das? Ich bin total verrückt. So, okay, dann machen wir das jetzt mal so. Und dann müsste das, glaube ich. Ja, ich glaube, dann müsste es passen. Genau, wir müssen hier rein. Super, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Ey, hallo, ich komme nicht mal hier durch, das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Oh oh. So, ich würde sagen, dann sprechen wir mal hier. Na? So, okay, jetzt steht er natürlich so doof hier, aber egal. Willkommen, willkommen. Der große Tag ist endlich da. Es wird Zeit, nach Pandoria zurückzukehren. Oh, ich habe Angst. Oh Gott, ich habe so Angst. Pandoria, verflucht sei mein Körper. Wie wünschte ich es mir doch, mit euch Mädchen zu reisen. Es gibt so viel, was ich euch zeigen könnte. Wo wir darüber sprechen, wo sind denn die anderen? Wenigstens eine unserer Soul Rider ist wach und munter. Haha. Okay, sprich mit Lisa. Okay, du hast wohl recht, Elisabeth. Sie scheint wirklich etwas Besonderes zu sein. Das Mädchen ist der Grund, warum die Bewahrerei-Dienst gegründet wurden. Evergrey, bitte, das wissen wir doch gar nicht so genau. Vielleicht hatte Fripp zur Abwechslung ja einmal recht. Auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Klingt nach einem Job für eine sprichwörtliche Ohrboni. Murmel, Murmel. Bist du bereit für die Prüfung, Abigail? Oh Gott, ich habe Angst. Prüfung? Welche Prüfung? Okay, wir klicken mal das erste an hier. Ach ja je, heißt das etwa, dass sie dir nichts gesagt haben? Evergrey, stopp! Darum haben dich die Bewahrer-IDs fortgeschickt. Du brechst immer nach vorn, ohne zu nachzudenken. Über die Leben, für die wir verantwortlich sind. Du bist genauso schlimm wie Fripp. Oh, Elisabeth, ich, ja, wenn irgendjemand wissen sollte, dann du. Du warst dort das letzte Mal. Katharina, Katharina. Letztes Mal? Fragezeichen, okay.
Entschuldige, Abigail, ich hätte dir eher davon erzählen sollen. Und du wirst auch bald die ganze Geschichte von mir hören, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Sie sind hier. Okay. Jetzt kommen sie hier. Oh, und der kleine Concorde. Die, ach nein, es war ja nicht die. So, da sprechen wir mit der Elisa. Ist alles in Ordnung? Elisabeth und Evergrey schienen sich über irgendwas aufzuregen. Anscheinend sind wir wohl heute alle etwas angespannt. Aber heute wird sich alles ändern. Wir werden Anne nach Hause holen. Dessen bin ich mir sicher. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, als wir das Tal der Wächter das erste Mal betraten, erschien es uns so riesig. Jetzt fühlt es sich eher etwas überlaufen an. Okay, jetzt alles zusammen. Okay, reden mit Elisabeth. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Derek? Ich hatte davon gehört, dass du nach Jovik zurückkommen würdest. Trittst du noch immer auf? Ich würde dich nur allzu gern spielen sehen. Wie bist du nur in unsere lustige Schar der Sonderlinge geraten? Anne ist in Schwierigkeiten. Sie braucht unsere Hilfe. Da konnte ich doch nicht einfach nur zusehen. Sie? Bonnie? Die ganze Geschichte mit der komischen Uhr und dem Zirkus hat dich also nicht abgeschreckt? Süße, da braucht es schon mehr als einen schicken Schickimicki-Typen, um die gute alte Bonnie zu erschrecken. Was würde Fripp wohl dazu sagen, dass all die neuen Gesichter jetzt den Soul-Ridern helfen? Was ist ein Fripp? Du wirst ihn bald kennenlernen, das hoffe ich zumindest, sobald wir Anne gerettet haben. Er braucht nämlich auch unsere Hilfe. Concorde? Oh, süß. Nicht sie, kleine Schwester. Das Kapitel ist abgeschlossen. Du hast jetzt eine andere Bindung. Geduld. Was ist los? Concorde versucht, ihre Bindung mit der stärksten Reiterin des Sonnenkreis wiederherzustellen. In dieser Welt ist das Elisabeth, die vor langer Zeit ihre Seele mit der von Concorde verschmolzen hat. Seht sie euch an, es ist herzzerreißend. Ihre Liebe füreinander ist so stark. Können sie sich nicht wenigstens für einen kurzen Moment sehen? Es tut mir leid, Lisa, nicht so lange Concorde ihre Bindung mit Anne wiederhergestellt hat. Abigail, auf ein Wort? So, oh, sehr viel Information, ja. Gut, reden wir wieder mit der Elisabeth. Concorde braucht eine freundliche Person, die ihr dabei hilft, diesen nächsten Schritt zu überstehen. Ich hatte gehofft, dass du das vielleicht sein könntest. Oh je, oh je. Oh Gott. Würdest du mir die Ehre erweisen und dich mit Concorde neben ihre Statue stellen? Und wenn ich das Zeichen gebe, diese Worte sagen. Flüster, flüster. Gut, okay. Wir müssen uns jetzt hier neben die Statue stellen, neben Concorde. So, okay. Bewahre IDs, Freunde. Die Zeit ist gekommen, unsere verlorene Schwester Anne nach Hause zu bringen. Alex und Tinsan, Linda und Meteor, Lisa und Starshine, Abigail und Snowgirl, ach Mensch. Und geliebte Concorde, die allein geht. Och, wie süß. Der Weg, der vor euch liegt, ist äußerst gefährlich. Der Feind weiß, dass wir kommen. Aber er hat vergessen, wie stark ihr seid, wenn wir als eine Einheit reitet. Wenn ihr als eine Einheit reitet. Meine Güte. Okay, es wird Zeit. Wächter, auf eure Plätze. Blitzkreis, Urteil von Aydin. Leiht uns deine Kraft. Oh Mann. Oh Gott. Mondkreis, Weisheit von Aydin, weise uns den Weg. Sternenkreis, Herz von Aydin, halte uns auf dem rechten Weg. Oh, jetzt sind wir dran. Sonnenkreis, Schild von Aydin. Schütze uns. Süß.
Oh mein Gott. Wow. Wow, ist der richtige Ausdruck. Oh Gott, Ben, kann nicht mehr reden. Oh mein Gott. Oh, wartet mal, ich muss hier unbedingt mal ein Foto kurz machen. So. So, das Portal ist bereit. Der Rest liegt in euren Händen, Mädchen. Oh Gott, ich hab Angst. Seid stark, seid vorsichtig und bringt unsere Anne nach Hause. Möge Aydin mit euch sein. Okay, wir müssen jetzt durch das. Oh Gott, ich hab Angst, ihr Lieben. Ich hab so Angst. Oh mein Gott. Oh, ich werd verrückt. Oh Gott, jetzt laufe ich, muss ich hier mit denen hier langlaufen. Oh Mann, Pandoria, wir kommen. Yeah. Oh Gott, ich habe Angst. Ich muss hier ganz kurz mal ganz schnell irgendwie so ein Foto machen. Wow, jetzt rennt sie hier los. Hoffentlich falle ich jetzt hier nicht runter. Wir müssen jetzt hier Anne retten. Jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Bis wir Anne haben. Wir retten jetzt hier Anne. Ich glaub's nicht. Ich habe so lange auf den Moment gewartet, ey. Ich habe echt so lange gewartet. Ich bin bereit, mit Garnock höchstpersönlich vorzuknüpfen. Halt durch, Anne. Wir werden bald da sein. Yeah! Huhu! So. Okay. Okay, jetzt reiß dich zusammen. So, ich mache hier trotzdem mal ein paar Fotos, weil es so. Okay. Okay, wir sprechen mit der Lisa. Das Portal hat funktioniert. Wir haben es nach Pandoria geschafft. Gemeinsam. Jetzt müssen wir nur noch zu Aydin beten, dass wir dass wir in der Nähe des Ortes gelandet sind, wo sie Anne gefangen halten. Okay, folge den Soul Riders. Oh Gott, ich habe Angst. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal zusammen hier waren? 2 Jahre? Es ist noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Zu schade, dass uns hier alles töten will. Du sagst das so, als ob Pandoria ein verwunschener Ort ist. Unsere Realitäten sind vielleicht nicht vereinbar, aber das heißt noch lange nicht, dass uns Pandoria böse gesinnt ist. Itis? Nun, er ist nur ein Pandorianer. Und ich glaube immer noch, dass er sich zum Guten wenden wird. Natürlich tust du das, Linda. In deinen Geschichten steckt früher oder später jeder Bösewicht unter einer Decke mit den Heldinnen. Der Decke der Liebe wird rot. Gut, böse. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt nur in Schwarz und Weiß zu sehen ist. Okay, wir werden jetzt mal hier weitergehen. So, es rennt hier Linda vorne weg. Da renne ich doch mal hinterher. Oh, warum ist denn das hier so schwarz und so dunkel? Sah das letztens auch so aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, die anderen kommen auch hinterher. Okay. Oh mein Gott, wir gehören ja zu den Soul Riders. Was passiert jetzt? Ist das Anne? Oh, da oben ist sie doch drin. Wie beim letzten Mal, ne? Oh, wie kriegen wir sie jetzt da raus? Verdammt. Was haben sie ihr nur angetan? Okay, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Darkor ist definitiv böse. So, wir sprechen mit der Linda. Ich kann es kaum glauben. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und unseren Freunden. Nicht abgesehen von einer Wand aus Kristall. Oh Mann. So, da sprechen wir mit der Linda. Sie sieht darin so friedlich aus. Denkst du, dass ihr bewusst ist, wie viel Zeit verstrichen ist? Kann sie etwas fühlen? Träumt sie? Hoffentlich sind das schöne Träume. Nähere dich dem Kristallgefängnis von Anne. Oh Gott, ich habe Angst. Anne, selbst jetzt ist sie eine Inspiration. Oh Mann, das ist so, wow, so aufregend. Gut, da würde ich sagen, dann gehen wir mal da. Oh, Schlucht. Oh nein, was ist jetzt? Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat, dich zu finden. Bitte vergib uns. Oh nein, jetzt kommt dieser Darko. Armer Alex, mach dich deswegen nicht fertig. Darko.
Eure Freundin Anne hat uns im Namen der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen. Dank ihres Opfers stehe ich kurz davor, die Kraft der dunklen Sonne zu entfesseln. Dunkle Sonne? Meine Assistenten sind schon mit dem Ausbau des Tores beschäftigt. Bald wird gar noch... Sepp. Hui! Ui, und jetzt? Ah! Oh Gott, oh Gott. Danke. Wir nehmen Anja jetzt mit nach Hause. Verschwinde jetzt. Oder soll ich die voll... Was? Oder soll ich die... Ach so, soll ich die Voltzahl erhöhen? Oh Gott. So, da gehe ich mal hier zu diesem blöden Darko. Nehmt sie. Sie ist uns nicht mehr von Nutzen. Oh, na schön, danke auch. Aber zuerst... Also, ja, klingt irgendwie nicht so real. Also, er hat bestimmt was vor. Ein Abschiedsgeschenk. Arbeite mit Alex zusammen, Darkus, ein monströses Haustier zu besiegen. Oh nein! Alex, Abigail! Oh nee, oder? Oh nein. Es muss eine neue Art der pandorischen Monster sein. Er ist schlimmer als ein Monster. Er ist ein Pferdedieb. Machen wir ihm etwas Feuer unter dem Hintern. Anscheinend hat Darko eine Art der Verteidigung um sein Haustier errichtet. Ich kann von hier aus kein Soul-Strike auf ihn abfeuern. Eine von uns muss sich ihm nähern. Du reitest besser als ich, Abigail, also musst du das tun. Tin-san und ich werden dich und Snorkel mit... Ernsthaft? Alter, jetzt habe ich ja einen Netzwerkfehler. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. So, okay, ihr Lieben, ich habe mich jetzt wieder eingeloggt. Ich hoffe, das hält jetzt nicht, dass es jetzt wieder abstürzt hier. Ich mache jetzt einfach hier weiter, ja. So, du reitest besser als ich, Abigail, also musst du das tun. Tin-san und ich werden dich und Snorkel mit elektrischer Energie aufladen. Hoffentlich hält das jetzt eh. Okay, reite direkt auf das Monster zu, um einen vernichtenden Schlag auszuteilen und ihn so außer Gefecht zu setzen. Hä? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Hä, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Ich soll? Hä, was soll ich denn jetzt machen? So? Okay, alles klar. Klasse, Abigail, du hast ihn erwischt. Nimm das, du Monster. Oh Gott. Herrje, ich glaube, wir haben ihn nur noch wütender gemacht. Er bereitet den nächsten Angriff vor. Achtung. Okay, Oh, schnell weg, schnell weg. Oh Gott. Schnell weg. Ich hasse das. Oh, ich hasse sowas. So, okay. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube. Gut, dass mein Pferd ausgelevelt ist. Weil da kann man nämlich gut... Oh, das ist ja hier. Okay, jetzt kommt der nächste Angriff. Okay, nehmen wir den hier. Okay, ich glaube noch einmal... Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Ding hier.
Ich muss mich immer daran gewöhnen, dass man ja gar nicht mehr ja, Gas geben muss, immer wieder. Also das bleibt ja so. Wenn ich einmal galoppiere, bleibt es ja so. Aber irgendwie mache ich das trotzdem. So, na los. Okay, jetzt haben wir ihn, oder? Oh Gott. Okay. Ups. Dark Horse Haustier. Okay, das haben wir geschafft. Dark Horse Haustier wird von uns so schnell keinen Ärger mehr machen. Wir bilden ein erschreckend gutes Team, nicht wahr, Abigail? Da, du bist wieder da. Okay, schön. Untersuche das Kristallgefängnis von Anne, okay. Wo ist Darko? Warte nur, bis ich den in die Finger bekomme. Keine Ahnung, er ist im selben Moment verschwunden wie du. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir einer Freundin helfen. Du hast recht, Anne. Kann sie uns hören? Wie bekommen wir sie nur da heraus? Mit einem Soul Strike. Nein, wir können nicht riskieren, dass wir Anne verletzen. In ihrem Zustand würde sie das wahrscheinlich umbringen. Vielleicht könnten wir. Schaut! Hü. Okay, flieg, kleine Schwester. Oh. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands now.